Was geht ihr Bauern? Blaud ist mal wieder am Start mit einem weiteren Pokémon X Part. In dem letzten Part hatten wir Kapitel 4 gemacht und in diesem Part machen wir weiter mit Kapitel 5. So, ich befinde mich hier vor der Königssuite und ja, wir können uns gleich mal zu unserem Gastgeber hinbegeben. Der sollte hier auf dem vierten Stockwerk zu finden sein. Das weiß ich noch, weil ich das selber mal gemacht habe, also gemacht hatte, also auf meiner privaten Edition, und das habe ich mir noch gemerkt. Du da, diese Säule, sie ist so dick. That's what she said, Schwester. Ja, das muss es sein. Ich meine, wenn sie sowas sagt, so boah, voll dick, Mann, voll groß und so, dann muss das natürlich sein, ne? Mädchen, was geht bei dir? Was machst du hier? Tralalalala, im Bad, alles immer so schön. Das verleitet mich zum Singen. Machst du doch auch, oder? Bladus erhält Widerhall. Ja, ich singe gelegentlich auch im Bad, aber ich tue auch andere Sachen, die du lieber nicht wissen solltest. Das sollte jetzt nicht pervers klingen, hat es aber, glaube ich, irgendwie, ne? Scheißegal. So, Mann, was geht? Dieser Ausblick ist die perfekte Kulisse für meinen Heiratsantrag. Jetzt fehlt mir nur noch eine Braut, die mich eventuell mal verhaut. Oder so. Das war der billigste Rein, der mir jemals eingefallen ist. Kann man aber, glaube ich, so stehen lassen. Vielleicht auch nicht. Mir egal. So, der Gastgeber sollte sich in diesem Raum hier befinden. Und das werde ich gleich mal gucken. Warte, hier gibt es nichts. Boah, voll lame. Und hier ist er. Hier ist er. Pachira, glaube ich, hieß die, ne? Du bist ziemlich spät dran, Bloody. Zwar war ich diejenige, die dich hergebeten hat, aber schließlich habe ich mir extra Zeit für dich nehmen müssen. Obwohl ich einen vollen Terminplan habe. Klar, ne? Die hängt den ganzen Tag in der Pokémon-Liga rum und dann auf einmal hat sie keine Zeit, ne? wenn ich so aufgebracht bin, kann ich nämlich unmöglich eine vernünftige Unterhaltung führen. Die möchte kämpfen, okay. Das Feuer der Leidenschaft in meinem Herzen ist neu entfacht. Ich koche vor Wut. Ah, die geile Mucke. Läuft, Bruder, läuft! Ja, ich hatte mich sehr auf diesen Kampf hier gefreut. Auf jeden Fall hatte ich mich drauf gefreut, aber als ich sah, dass sie nur ein einziges Pokémon hat, war ich so etwas enttäuscht, wie das öfter in diesem Spiel halt. Und das war voll blöd. Das war schon etwas blöd, denn ich dachte so, boah, die hatte voll 6 Pokémon, so voll, boah, voll die brutalsten Feuer-Pokémon, die es gibt. Aber nö, ne, sie hat ein einziges Pokémon, um sich aufzuwärmen, ne. Aber auf jeden Fall haben wir das Lied und das Lied ist geil genug. Oh yeah! Naja, Spaß beiseite. So, ja, ich werde die mal ganz gekonnt töten, denn das sollte nicht so schwierig sein. Und, ja, nebenan so, ne? Wie findet ihr überhaupt diese Pachira, ne? Also ich finde, die sieht vom Äußeren, also so äußerlich sieht sie ja ganz gut aus. Sie sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Also guckt euch die mal an. Ja, so vom Gesicht her, von den Haaren kann man so eventuell stehen lassen, ist nicht unbedingt perfekt, aber sie ist okay, ich finde sie ganz cool. Also ich finde, sie hätte der Champ sein können, ne? Also sie ist so, ich mag sie vom Charakter her, sie ist so voll willensstark und sie weiß, was sie tut. So eine Frau, die weiß, was läuft, was man nicht oft sieht. Also gut, kommen wir nun zum Geschäftlichen. Zunächst einmal verrate ich dir, wer sich hinter dem Trainer verbirgt, der sich Esprit nennt. Nein, verrate es uns nicht, das ist voll der Spoiler und so. Dabei handelt es sich um ein Mädchen namens Matière, das einen sogenannten Powersuit trägt. Ist das der Powersuit von Samus Aran? Kann das sein? Ich denke nicht. Dieser Powersuit wurde von niemand anderem entwickelt als Dr. Xeros oder Blagos. Wie du ja weißt, ist er einer der Wissenschaftler von Team Flair. Er ist der Grund, warum ich hier bin. Mir ist egal, wie du es anstellst, aber ich möchte, dass du Dr. Xeros das Handwerk legst. Ich will die Ehre von Team Flair bewahren, falls sich der Beweggrund interessiert. Du warst vielleicht nicht mit unseren Ansichten einverstanden, aber in unserem Team herrschen stets Gerechtigkeit und Ehre. Ich will auf keinen Fall, dass diese Ehre im Nachhinein beschmutzt wird. Außerdem willst du doch bestimmt nicht, dass sich die kleine Materie als Esprit mit Verbrechen die Hände schmutzig macht. Wenn du also helfen willst, musst du Dr. Xeros aufhalten. Ich hasse den Namen, der Name ist kacke, Doktor. Ich nenne ihn einfach Dr. Gero, ne? Also, falls ihr Dragon Ball kennt, was ich hoffentlich davon ausgehe. Also, ich gehe davon aus, dass ihr Dragon Ball kennt. Und da solltet ihr auch natürlich Dr. Gero kennen. Musst du Dr. Gero aufhalten. Ich zeige dir, wo sie sind. Wir treffen uns im Bistro Floderis. Begib dich unverzüglich dorthin, weil du es kannst. Blagos. Okay, das scheint Sinn zu machen, Brody. Ja, ich denke, jetzt wurde sehr deutlich verraten, dass, Pachira eine der Team Flair-Mitglieder war oder ist. Oder, ja, die ist ja immer noch ein Mitglied, ne? Und das wurde, glaube ich, erst jetzt enthüllt. Also, ich glaube nicht, dass man das irgendwo noch
vorhin noch gesagt bekommen hat. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Also, ich habe es hier erst rausgefunden. Und das war für mich so, boah, voll cool, Mann. Das Spiel hat ja doch noch was drauf, ne? So voll noch so eine Wendung, von der ich nicht ausgegangen bin, weil das Spiel kacke ist. So, Café Floderis stand dort. Floderis, Bistro Floderis, läuft. Und das hat mich dann doch etwas überrascht, ne? Ich meine, ja, die Sidequest bisher gefällt mir viel besser als die eigentliche Story, weil die eigentliche Story Balls sagt. Und wie ist sie so schnell hierher gekommen, Alter? Ey, ich... Das geht nicht, das geht nicht. Sie hat sich einfach... Ich glaube, sie hat einen Schattendoppelgänger benutzt, ne? Oder so. Ich weiß nicht. Oh, das ging aber schnell. Deine Anstellung gefällt mir. Ich hasse es, wenn man mich warten lässt. Dann lass uns gehen. Folge mir. Ja, von hinten sieht sie voll kacke aus. Boah, das sah voll billig aus, ne? Ich meine, das hätte man besser animieren sollen. Boah, voll schwul. Geros befindet sich in einem geheimen Stockwerk innerhalb dieses Labors. Nur eine Handvoll Vorstandsmitglieder wie weiß von dessen Existenz. Ach so. Man muss zum Fahrstuhl gehen und ein spezielles Passwort in dieses Eingabefeld eintippen. So, das wäre erledigt. Jetzt hast du Zugang zum geheimen Stockwerk von Floderis Labor. Dort solltest du Geros finden und Esprit auch. Also gut. Mach dein Ding, Bruder. Mach dein Ding. Ich schwör's dir. Richte deinem unaufstehlichen Partner aus, dass ich mein Versprechen erfüllt habe und er weiß, was ihn erwartet, wenn er seinen Teil der Abmachung nicht einhält. Nun dann, ich verabschiede mich. Ah, okay, also Lebel hat im letzten Part ja irgendeine Frau kontaktiert, ne? Und das war anscheinend Pachira. Also, das wusste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ist mir auch jetzt erst so aufgefallen, aber man vergisst gerne Sachen, ne? Also, ich habe das Spiel ja seit langer Zeit durchgespielt. Es ist extrem lange her, ich habe keine Ahnung. Und man vergisst gerne halt das eine oder andere, ne? Es ist extrem lange her, dass dieses Spiel schon rausgekommen ist. Kann das sein? Also, ich glaube, es ist ja am 12. Oktober rausgekommen. Und jetzt ist mittlerweile Februar. Also Februar. Nicht Februar. Februar. Boah, voll krass, ey. Das sind ja jetzt schon einige Monate, ne? So 3, 4? Ja, 4 Monate sollten es schon sein. Also November, Dezember, Januar, Februar. Boah, 4 Monate her, Alter, voll lang und so. Also dieses Let's Play zögert sich extrem hinaus, was ich nicht an sich geplant hatte. Aber wegen meinem nicht vorhandenen Laptop und meinem nicht vorhandenen Internet, ja, ging es mir einfach mal so, ne? Was soll ich tun, ey? Na, egal. Wie gesagt, ich denke, das hier sollte eins der letzten Parts werden. Also es kommt nur noch das hier. Dann kommen noch, was kommt noch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das hier, dann nochmal die Pokémon-Liga, um das Spiel abzuschließen. Und dann kommen noch ein paar Bonus-Parts, die ich geplant habe. Das sind so Sachen wie die Fundorte aller Megasteine. Dann noch eventuell alle Mega-Evolutionen aller Pokémon, also aller Mega-Formen. Und dann noch, was gibt es noch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Alles Weitere, was es noch irgendwie in diesem Spiel zu bewundern gibt, ne? Eventuell so eine alle Megaformen von den Shiny Pokémon, die halt so eine Form haben. Ja, also ihr versteht mich, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es werden noch einige Bonusparts kommen, die ich ganz random aufnehmen werde. Eventuell wird es mit eventuell werde ich es kommentieren, eventuell aber auch nicht. Ich weiß nicht, mal gucken. Falls es sich lohnt. Falls nicht, dann eben nicht. Ich denke, es wird sich nicht unbedingt lohnen. Also nicht für alle Parts. Und ich werde es, glaube ich, nicht auch in jedem Part dann auch kommentieren. Weil es keinen Sinn macht. Ich denke, für die Fundorte aller Megasteine, da werde ich nicht allzu viel sagen. Ich werde sie einfach zeigen. Was? Es hat keine Wirkung. Really? Bo. Ja, und auch bei dem anderen. Also bei den Mega-Evolutionen muss ich auch nicht unbedingt viel labern. Weil das versteht sich ja von selbst, ne? Ja, ich denke, die Bonusparts werden dann ohne Kommentar, ohne meinen Kommentar auskommen müssen. Ohne meinen Kommentar, das klingt voll blöd. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, Floderis Labor, was geht? Wo muss ich hin, Bruder? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hasse diesen Labor. Dieser Labor sagt Balls. Sagt Balls. Okay, dann hier unten. War das richtig? Ich hoffe mal. Hier oben muss ich bestimmt nicht. Ich muss irgendwo hier entlang. Bestimmt nicht nach unten. Vielleicht hier nach rechts. Vielleicht aber hier unten. Nein, das wäre blöd. Okay, hier rechts.
Und dann hier nach unten und dann wieder bla 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 bla. Warum dauert das so lange? Warum kann man das nicht einfach skippen, ne? So like a boss. Einfach einen Knopf drücken, ja, Knopf drücken und dann geschieht alles von selbst. Du da. Eine verdächtige Person? Aber du bist doch... Ah, die scheint uns zu kennen, ne? Illumina Gangster Colette. Ah, Coletti. Das kennen wir doch. Das war die eine, die Streit wollte. Im Kapitel 3, ne? Und jetzt kommt sie wieder, ne? Was hat das wohl zu bedeuten? Warum arbeiten die hier? Und warum muss ich gegen die kämpfen? Hm? Das ist doch alles sehr skurril, ne? Ich brauche eine Erklärung. Eine sehr, sehr gute sogar. So. Coletti, erzähl mir vom Leben. Was ist passiert? Wusste ich's doch. Du bist es. Kein Wunder, dass ich nicht gewinnen konnte. Coletti, erzähl mir. Sag mir Bescheid, Schwester. Bitte lächeln und vielen Dank, das hätten wir. Ich bin unter den Illumina-Gangstern für die Attraktivität zuständig. Du erinnerst dich an mich, nicht wahr? Aber was machst du denn hier? Du solltest nicht so herumschleichen. Sonst hält man dich doch noch für eine verdächtige Person. Das klingt doch irgendwie voll krass und so. Wo muss ich hin? Hier unten oder hier? Ich würde sagen hier. Ich weiß es aber nicht. Nein, das war blöd. Okay, ich verstehe. Ich verstehe schon, ne? Das war behindert von mir, Mann. Okay. Dann hier unten. Boah, voll noch ein weiterer Kampf, ey. Ha, also echt, was machst du denn hier? Ich bin gerade bei der Arbeit. Bei der Arbeit? Naja, wenn man gerade Verbrechern hilft. Odette, ich glaube, das ist so eine Bande aus Schwestern, ne? So Colette, Odette und dann auch Florette oder so ein Kack. Ich hab so ein Gefühl, ne? Na, auf jeden Fall ist das nicht korrekt, was sie da machen, ne? Das ist voll kriminell und so. Darauf sollte man nicht stolz sein und man sollte es auch nicht als Arbeit bezeichnen, ne? Das macht man nicht. So. Pandagro, tot, Bruder. So wie es sich gehört, sehr gut. Bisofunk. Kann ich dich besiegen, Bruder? Ich hoffe es. Boah, der sieht so cool aus, ich mag den so sehr. Guckt euch den mal an, der ist so cool. So voll Afro, ne? Ich muss immer an Ruffy denken, wenn ich diesen Afro sehe, ne? Also in One Piece gab es ja eine Folge mit Ruffy mit so einem Afro. Und ja, ich habe das nie mehr aus dem Kopf bekommen, ne? Ich hab's immer noch im Kopf und es bleibt ewig im Kopf. Ja. Rügokö bekommt fast Level 70. Fast. Aber nur fast. Okay. Du da. Also erst, es ist schon ein Weilchen her. Ich bin's. Ich bin unter den Illumina-Gangstern fürs Aussehen zuständig. Das hatten wir bereits. Ich und die anderen Gangmitglieder sind durch Mattia an diesen Job gekommen. Wir sind jetzt hier die Wachleute. Ja. Ja, okay. Ja, als sie also sagten, sie hätten alle einen Job gefunden, hatten sie das hier gemeint, ne? Also diese Kriminellkacke, ne? Kriminellkacke? Gibt es sowas? Jetzt gibt es sowas. Ich hab's gerade erfunden. Slimog, how you doing, man? So, ganz schnell töten und weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Part hier sein wird. Ich denke, ich werde das, also diesen ganzen Kapitel einnehmen. Also dieser Part wird den ganzen Kapitel einnehmen. Ist es der Kapitel? Den Kapitel, okay. Ja. So, mein Deutsch ist wieder mal sehr beschränkt. Ist aber okay so, kann man so stehen lassen. Vielleicht auch nicht, mir egal, ich mache, was ich will. Okay, ja, ich hoffe mal, dass das alles sehr gut klappen wird. Ansonsten muss ich den Part in zwei splittern. Und werde ich dann das Ganze dann auch so hochladen, ne? Oder einfach zwei Parts anstatt einer. Mattia hat uns dem Chef hier vorgestellt, aber ich habe echt keine Ahnung, wozu die überhaupt Wachpersonal brauchen. Hier kommt nie jemand vorbei. Der Job ist ehrlich gesagt stinklangweilig. Was hältst du von einem kleinen Kampf, um uns die Zeit zu vertreiben? Sehr gut. Ja, der hier scheint das Ganze nicht ernst zu nehmen. Der gute Melvin. Was an sich sehr cool ist, ne? Und ich mag es mehr, wenn der Typ so sagt, ja, ich hab gerade Langeweile und ich hab Bock zu kämpfen, als so zu sagen so, boah, ich mach dich voll alle, Mann, ich werd dich in Stücke reißen, Mann, und dann verliert er voll krass gegen mich, ne? Ich meine, ich find's schon besser so, ne? Gefällt mir. I like it. Oh mein Gott, Ressladero, du nervst mich, Bruder. Du, und dann lernt er immer noch irgendwelche Attacken, ey, der nervt mich doch. Der nervt mich doch aufs Tiefste, Mann. Der möchte mich provozieren, dieser Ressladero. Dieser Drecksack, Mann. Sandsturm, really? Ich dachte immer früher, dieser Rabigato hätte eine Brille an. Diese schwarzen Dinger. Ich dachte immer, es wäre eine Brille.
Ohne Witz, ey. Erst vor kurzem habe ich dann das Geheimnis gelüftet. Und dann war es auf einmal keine Brille mehr. Ich habe eben 0,x verloren, das hat er auch das letzte Mal gesagt. Du bist echt unglaublich stark. Leider war der Spaß viel zu schnell wieder vorbei. Es dauert noch ewig, bis ich Feierabend habe. Hey, ich habe eine Idee, komm mal kurz mit. Er macht was Illegales, das macht man nicht. Tada! Mir wurde aufs Allerschärfste eingebläut, hier niemanden reinzulassen. Aber das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass hier irgendetwas Tolles drin ist, oder? Ich habe gerade hier nichts zu tun, also lass uns den Raum durchstöbern und nach Schätzen suchen. Klar, nach Schätzen. Jemandes Pokéball gefunden. Und ich hab irgendwo hier einen Glitch gefunden. Ich denke, es ist in diesem Schreibtisch. Jemandes Pokéball. Seht ihr? Hier ist zwar kein Pokéball und trotzdem steht hier, es wäre ein Pokéball hier. Und ich finde diesen Glitch an sich voll cool. Es ist an sich so gesehen kein Glitch, aber dennoch ist es sehr fragwürdig. Ja, hier sind lauter Pokébälle, mit denen ich nichts anfangen kann. Und wie gesagt, muss ich jetzt diese Bücher durchstöbern, denn die verraten mir einiges über das Leben oder so. So, wo soll ich hier bloß anfangen, Bruder? Powersuit, klinische Test, geheime Aufzeichnung 5. Tag X, bla bla. Ja, warte, ich fange lieber dann mit dem Anfang an. Ne? Ich denke, der Anfang sollte ganz oben sein. Also das erste Buch und dann geht das, glaube ich, so weiter und so fort. Okay, Stärkung des Trainers. Der Anzug stärkt die Muskulatur des Trägers und erweitert zu dessen motorische Fähigkeiten. Pokéball Hacking. Die im Nackenbereich angebrachte Hacking-Schnittstelle ermöglicht das Computerviren in Pokébällen einzuspeisen und so die Bälle zu hacken. Dadurch kann das Pokémon im Pokéball nach Belieben kontrolliert werden. Boah, krass, ey. Das Virus erhöht zudem die Kraft des Pokémon. Camouflage. Die auf der Körperstruktur von Keklon und Ditto basierende Technologie erlaubt dem Trainer die Änderung seines Erscheinungsbildes. Boah, voll cool. Fernsteuerung. Um ungehorsam und unautorisiertem Handel des Trägers vorzubeugen, ist es möglich, den Anzug aus der Ferne zu kontrollieren. Das System verfügt über eine künstliche Intelligenz, die das Verhalten eines herkömmlichen Trainers simuliert. Während der Fernsteuerung wird das Bewusstsein des Trägers in einen komatösen Zustand versetzt. Ah, okay. Ich denke, jetzt verstehen wir auch, warum Mathieu dann auch kontrolliert wurde, also wie sie kontrolliert werden kann und warum sie sich auf diese Scheiße auch eingelassen hat, ne? Vielleicht auch nicht, mal gucken. Geheime Aufzeichnung 1. Um eine Versuchsperson für die klinische Tests zu finden, habe ich eine Stellenanzeige für einen Teilzeitjob im Bistro Floderis ausgehängt. Der Powersuit kann durchschnittliche Menschen im Übermenschen begabte Trainer verwandeln oder so. In ihm fließen die Ergebnisse aller meiner bisherigen Forschungsarbeiten zusammen. Es ist mein Meisterwerk. Ich hoffe, dass ich eine junge, gesunde und eifrige Versuchsperson finden werde. Ja, das hast du bereits, Bruder. Okay, Aufzeichnung Nummer 2. Endlich gibt es eine Bewerberin für den Teilzeitjob. Es handelt sich um ein 16-jähriges Mädchen namens Mathieu. Ich dachte ehrlich gesagt, die wäre etwas jünger. Die sieht so aus, als hätte sie 10 Jahre oder sogar weniger. Ich habe keine Ahnung. Trotz meiner Ausführungen schien sie den Zweck der Tests nicht verstanden zu haben. Als sie den Anzug jedoch erstmals anlegte, zeigte sie ausreichenden Enthusiasmus. Jetzt, wo es Team Flair nicht mehr gibt, gehen mir die Forschungsgelder aus. Es wird Zeit, dass ich eine Versuchsperson für die klinischen Tests bestimme. Ich werde unverzüglich prüfen, ob Matthias körperliche und geistige Fähigkeiten ausreichen, um die Tests zu absolvieren. Ich habe den Anzug an Matthias Körperbau angepasst. Matthias wird den Codenamen Esprit verwenden, während sie den Anzug trägt. Ah, okay, das scheint alles jetzt viel, viel, viel mehr Sinn zu machen, Bruder. Nein, nicht diese verkackten geheimen Aufzeichnungen. Die werden wir später gucken, nachdem wir die geheimen anderen Dinge angeguckt haben. So, hier geht's, sollte es irgendwo weitergehen. Geheime Aufzeichnung Nummer 3. Endlich ist alles bereit, um mit den Tests zu starten. Es ist jedoch ein Problem aufgetreten. Es hat sich herausgestellt, dass Matthias keinerlei Erfahrung als Pokémon-Trainer hat. Ich habe keine andere Wahl, als sie erst einmal mit den Grundlagen vertraut zu machen. Ich habe Matthias vorerst meine Pokémon überlassen, um ihr das Trainerhandwerk beizubringen. Doch anstatt zu kämpfen, wollen sie nur mit dem Mädchen spielen. Ein höchst untypisches Verhalten für meine Pokémon. Ich würde diesem interessanten Phänomen gerne auf den Grund gehen, doch dafür fehlt mir die Zeit. Ich werde die Fernsteuerung des Anzugs nutzen, um mit den Tests beginnen zu können. Aha. Aha, sehr, sehr interessant. Und hier scheint es keine Aufzeichnung zu geben. Dann mal vielleicht hier, ne? Doch nicht. Ah, okay, ich glaube, jetzt geht das hier weiter, ne? Ja, 4.
Endlich haben die Tests begonnen. Zunächst haben wir uns auf die motorischen Funktionen des Anzugs konzentriert. Mit Hilfe der Camouflage-Funktion ist es der Versuchsperson gelungen, das streng bewachte Illumina-Kunstmuseum zu betreten und auf einer historischen Wandmalerei einen Beweis für ihr Eindringen zu hinterlassen. Fernsteuerung funktioniert problemlos und scheint auch keinerlei Auswirkungen auf Matthias' körperliches und geistiges Wohlbefinden zu haben. Sie hat keinerlei Erinnerungen an die Zeit im Anzug und glaubt, sie habe lediglich geschlafen. Zur Feier des erfolgreichen Testlaufs werde ich ihr einen Bonus zahlen. Ja, der hat ja an sich fast gar kein Geld. Woher kann er sich jetzt so viel Geld nehmen, um ihr das Geld zu geben? Ich hab keine Ahnung. So, die Tests zur zentralen Funktion des Anzugs, dem Pokéball-Hacking, haben begonnen. Mit Hilfe der Camouflage-Funktion fordert die Versuchsperson Trainer heraus und sammelt die Pokébälle der besiegten Gegner dann ein. An diesen wird die Hacking-Funktion getestet. Die bisherigen Ergebnisse sind zufriedenstellend, aber es ist ein Problem aufgetreten. Es sind uns Leute, vermutlich Bekannte von Mathieu, in die Quere gekommen. Unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich bei einer dieser Personen um den neuen Champ. Boah, ich werde voll als neuer Champ gefeiert, geil. Außerdem ist es bei der Fernsteuerung zu einer Fehlfunktion gekommen und ich habe für kurze Zeit die Kontrolle verloren. Aus Sorge um mögliche negative Auswirkungen auf Mathieu habe ich den Test unterbrochen. Nach ihrer Rückkehr zur geheimen Basis habe ich sie untersucht, aber sie scheint keinen Schaden davongetragen zu haben. Sie hat nach wie vor keine Erinnerung an die Zeit, in der sie den Anzug getragen hat. Sie berichtet ihn jedoch von einem Albtraum. Ah, okay. Ich finde es cool, dass der Typ dennoch Rücksicht auf das Mädchen nimmt. Ne? Also er benutzt jetzt nicht unbedingt als Sklave, ne? Also er nimmt schon Rücksicht auf Mathieu, was ich irgendwie sehr cool finde, wenn Bösewichte trotzdem eine gute Seite in sich haben. Ne? Und außerdem das von vorhin, dieses Museum, also das Bild, das wir im letzten Part gesehen hatten, wurde von Mathieu als halt besprüht, ne? Was irgendwie sehr skurril ist, aber auf jeden Fall war sie es, die für das verantwortlich ist. So, haben wir jetzt alles hier gelesen? Ja, scheint so zu sein. Okay, was können wir daraus schließen? Ja, Mathieu ist dieser komische Ninja und sie wird von Gero kontrolliert, um das zu machen, was er möchte. Und wir müssen ihn jetzt aufhalten, würde ich mal so sagen, ja. Echt? Hier gibt es also nur Pokébälle und Dokumente, aber die Pokébälle gehören sicher jemandem, was? Ich habe Meister Lebel versprochen, mich zu bessern, also kann ich die Pokébälle anderen Leuten nicht mehr klauen. Schade. Boah, geht ab, Mann, was geht? Oh, ich habe endlich Feierabend. Dann mache ich mich mal vom Acker. Mach's gut, Bloody, man sieht sich. Boah, geil. Ja, ich glaube, hier gab es doch noch was. Diese Dokumente kann man, glaube ich, auch noch lesen, oder? Nein. Schon wieder jemandes Pokémon. Pokéball. Blöd. Doof. Raus hier. Oder doch nicht. Warum gab es dieses eine Mal eine Fehlfunktion bei der Fernsteuerung? Okay, der hat mich übersehen. Sollte ich ihr Bewusstsein vielleicht kontrollieren, anstatt es nur schlafen zu schicken? Das wäre wohl eine zu große Belastung für Mathieu. Oh, du bist dieser Junge von neulich. Verstehe, du bist derjenige, der unseren Test gestört hat. Also gut. Dann wärst du Teil meines nächsten Experiments. Wenn es Esprit im Powersuit gelingen sollte, dich zu besiegen, ist das Beweis genug für mein wissenschaftliches Genie. Komm her, Esprit! Boah, ey, woher ist jetzt gekommen, ey? Das macht keinen Sinn. Los, kämpfe! Kämpfe gegen Esprit! Gerne. Beginne Pokéball-Hacking. Verus wird angespeist. Ich glaube, die wird jetzt alle Pokémon benutzen, die sie jemals benutzt hatte gegen uns, ne? Also wir hatten ja gegen diverse Trainer gekämpft im letzten Part. Und die werden jetzt alle wieder gegen uns antreten, was sehr blöd ist. Das könnte also jetzt eventuell etwas dauern. Und die Pokémon sind dementsprechend auch stärker geworden, was auch noch viel blöder ist, noch viel schwuler sogar. Und ja, auf jeden Fall regnet es jetzt. Und wenn es regnet, ist es gut. Ja, denn Regen ist gut. Also für Lapras ist Regen sehr gut. So, Ramoth, schon wieder Ramoth. Wie blöd ist dieser Trainer eigentlich, ne? Ja, ich glaube, mit Surfer sollten wir hier nicht unbedingt viel falsch machen können. Das solltest du nicht machen. Was hier los? Was willst du tun, Mann? Da bin ich doch etwas baff, ne? Ich dachte, gerade wegen dem Regen würde dieser Surfer ausreichen. Aber anscheinend nicht. Ich bin enttäuscht von Lapras. Konoki, du hast mich enttäuscht, Bruder. So, Kampf 1, fertig. Und weiter geht's. Wunderbar, wirklich beeindruckend, aber Esprits Fähigkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. Los, kämpfe! Kämpfe gegen Esprit. Kampf Nummer 2, los geht's. Diesmal dieser Trainer mit 3 Pokémon, kann sein, ja stimmt. Ah, ja, mit dem Elfen-Pokémon. Wunderbar, wirklich beeindruckend, aber Esprit kann immer noch weiterkämpfen. Los, kämpfe!
Wie lange wird es noch weitergehen? Ich glaube, viel zu lange. Ein weiterer Kampf. Ja, diesmal nur ein einziges Pokémon, was sehr cool ist. Snowbillycat. Ich weiß nicht, wie viele Trainer wir im letzten Part eigentlich geklopft hatten. Ich glaube, das hier war das letzte, ne? Snowbillycat. Aber eventuell kommt noch ein weiteres. Ich hab's vergessen. Ich hab es vergessen, Bruder. Keine Ahnung. Und Konoki soll aufgeheilt werden, weil er jetzt sterben wird. Ist mir egal. Boah, das ist ganz überlegt, like a boss. Nya, nya, nya. Klingt voll katzenmäßig. Oder auch nicht. 79, nicht 69. Der war nicht gut. Der war gar nicht gut. So. Hör mal, Esprit kann immer noch weiterkämpfen. Oder bist du etwa zu erschöpft? Solange Esprit den von mir entwickelten Anzug trägt, wird weder ihr Körper noch ihr Geist müde. Ihre Kraft ist grenzenlos. Los, kämpfe! Miau. Was? Bis hierhin und nicht weiter. Was? Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Flausch ist ein Psycho-Pokémon. Es ist also nicht verwunderlich, dass es Matière, zu der es eine tiefe Bindung hat, finden kann. Ihr könnt doch nicht einfach so hier einbrechen. Das ist gegen das Gesetz. Ihr seid Kriminelle. Im Grunde hast du recht. Aber wir sind nicht eingebrochen, sondern haben ganz einfach den Fahrstuhl genommen. Blood ist mein Partner, an dem mir viel liegt. Boogai. Wenn er in Not ist, eile ich ihm zu Hilfe. Nichts könnte mich davon abhalten. Boogai. Mich wirst du trotzdem niemals erwischen. Los, Esprit, mach sie alle fertig. Hör auf damit, Matthias. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Was ihr auch sagt, es ist vergeblich. Matthias kann euch nicht hören. Die Kontrolle über den Anzug liegt nämlich in meiner Hand. Kannst du mich hören, Matthias? Wenn du aufwachst, kannst du dich bestimmt von diesem Anzug befreien. Wach auf, bitte. Matthias! Die Macht der Wissenschaft ist grenzenlos. Es ist ausgeschlossen, dass sie dich hört. Nichts ist unmöglich, Toyota. Flauschi, bleib hier. Miau. Wieso? Wie kann so etwas passieren? Na schön, du willst es ja nicht anders. Ich stelle die Fernsteuerung auf die maximale Kraft. Mist! Los, Bloody! Geh! Geh und halte Matthias auf! So, ich denke, das hier wird der letzte Kampf. Der finale Kampf. Ich nehme einfach Mewtwo spaßeshalber, weil ich einfach bockig bin, den zu benutzen, ja. So. Final Battle. Let's get done with it. So. Ah! Das hört sich sehr gesund an. So, einigermaßen. Es sind keine Pokébälle mehr übrig. Hör auf zu kämpfen, Matthias. Ah! Oh nein, Matthias. Was kann ich nur tun? Ah! Fernsteuerung abschalten. Kontrolle beenden. Ah! Matthias, ist alles in Ordnung mit dir? Oh. Ich habe nur die Fernsteuerung abgeschaltet. Es ist alles in Ordnung mit dir. Wie bitte? Oh. Herr Geros, ist heute der Test schon beendet? Ja, wir sind fertig. Gute Arbeit, Matthias.
Damit sind jetzt alle Tests abgeschlossen. Deine Arbeit hier ist beendet. Ach so? Dann muss ich jetzt wohl wieder einen neuen Job suchen. Hä, Nanu? Was macht ihr denn alle hier? Ich habe doch niemandem verraten, dass ich hier arbeite. Sag mal, Matthias, ist alles okay mit dir? Mir geht's gut. Warum fragst du? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Meine einzige Aufgabe hier war, diesen Anzug anzuziehen und darin zu schlafen. Aber sag mal, Helebel, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Krankenhaus. Mir wurde gestattet, das Krankenhaus für einen Tag zu verlassen. Und da dachte ich mir, ich sehe mal nach, wie es dir so geht. Also habe ich herausgefunden, wo du arbeitest und bin einfach mal spontan hergekommen. Ah, verstehe. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich einen neuen Job angenommen habe. Deswegen habe ich dir nichts davon gesagt. Aber du hast es trotzdem herausgefunden. Du bist ein echt toller Detektiv. Na, natürlich bin ich das. Ja, Matthias, geh doch bitte schon mal vor und kaufe was zu essen für uns. Ich habe noch etwas mit Xeros zu besprechen. Ein Gespräch unter Erwachsenen. Okay, alles klar. Dann bis später. Blatt und Flauschi, lass uns zusammen zurückgehen. Boah, ich kann den Anzug behalten. Voll geil, ich möchte auch sowas haben. Nun denn, ich denke, wir sollten uns unterhalten, Dr. Xeros. Ja, warum nicht, Lübbel? Boah, das wird voll krass jetzt, so... Wisst ihr, so voll krass halt. Reden wir nicht lange drumherum. Ich möchte das erledigt haben, bevor Matthias mit den Einkäufen fertig ist. Dr. Xeros, eine Sache möchte ich wissen. Du bist derjenige, der hinter den Verbrechen in der letzten Zeit steckt, nicht wahr? Das stimmt. Ich habe das Gemälde im Museum beschmiert und Trainern ihre Pokébälle gestohlen. Mit der Fernsteuerungsfunktion habe ich Esprit kontrolliert. Das war alles mein Werk. Matthias hat die ganze Zeit über im Power Suit geschlafen, ohne etwas davon mitzubekommen. Sie hat nicht das Geringste mit dem Verbrechen zu tun. Du brauchst nicht an ihr zu zweifeln. Verstehe. Deswegen bin ich der Einzige, den du festnehmen solltest. Also gut, ich glaube, du sagst die Wahrheit. Matthias ist ein liebes Mädchen. Sie hat zwar kein Genie, aber sie ist robust und gesund und hat ein reines Herz. Ein reines Herz. Die Fähigkeit, sich voll und ganz in eine Sache vertiefen zu können, ist unerlässlich, wenn man Erfolg in der Wissenschaft haben möchte. Dank Matthias konnte ich meinen Lebenstraum erfüllen, die Entwicklung des Power Suits. Summa summarum bedeutet das, dass es nichts mehr gibt, was ich noch erledigen möchte. Ich werde keine meiner Taten bereuen, also nehme ich fest. Ich verstehe. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, bringe ich dich auf die Polizeiwache. Das ist alles, was ich dir als Agent der internationalen Polizei zu sagen habe. Das, was folgt, sage ich dir in meiner Funktion als Matthias Vormund. Wärst du so freundlich, Matthias, und mir heute einen Besuch abzustatten? Sie scheint dich sehr gern zu haben. Und sie scheint sich auf ein gemeinsames Abendessen heute zu freuen. Ich möchte Ihnen erst morgen die Wahrheit erzählen, damit sie heute noch einen angenehmen Abend verbringen kann. Damit sie einen Abend verbringen, bla bla. Dr. Xeros, du bist törisch, Lübbel, aber ich danke dir. Oh yeah. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Was muss ich tun? So, ich denke, ich muss nochmal raus und wieder zurück. Und dann sollte alles Mögliche passieren. Boah, mein DS ist voll rot, Mann. Der wird jetzt ausgehen irgendwann demnächst. Hallo, Bloody. Kannst du mich verstehen? Ich bin's, Matthias. Ich habe ganz wunderbare Neuigkeiten. Also schau mal im Lebel-Büro vorbei, okay? Oh, das hört sich sehr spannend an. Oh, Demoni. So, wieder mal zurück ins Labor. Oder auch nicht. Letztes Kapitel, lebe wohl. Leb wohl, Lebel. Okay, es gibt ein sechstes Kapitel? Das wusste ich nicht. Nicht unbedingt. Okay.